Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey, und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 21. Am Sonntag hatte ich euch gefragt, was würdet ihr an meiner Stelle machen? Und ihr wart wirklich dafür. Da habe ich mich echt, also nicht ein bisschen gewundert, aber es war eigentlich... Na klar war es auch nicht, ich wollte einfach mal, aus meiner Sicht war es so ein 50-50-Ding. Aus meiner Sicht war es ein 50-50-Ding und ihr wart dafür, dass ich mir heute wirklich, no joke to story, es ist endlich soweit, ich habe es oft angeteasert, ich wollte ihn schon letzte Woche holen und ich werde ihn mir heute holen, ich werde mir heute den dicken Ronaldo holen. Ich werde mir heute den dicken Ronaldo und ich werde mir R9 holen hier, als 108er Karte. Er lächelt uns an, 5000 Top-Transferpunkte, 800 Herbst-Toki-Mokis, die wir dann morgen Abend zur neuen FIFA Mobile Vollfestival Aktualisierung direkt rausknallen können. Aber jetzt erstmal R9 holen und R9 ausprobieren. Ich hab Bock. Let's go. Und da ist er jetzt, da ist er jetzt, da ist er jetzt. Moin, Meister. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Der dicke Ronaldo, aka der dicke Ronaldo. Boost Donuts. Und ja... Messi wird jetzt erstmal aus der Mannschaft rausfliegen. Hört sich heftig an, ist auch eigentlich heftig, weil ich werde Messi dann wahrscheinlich jetzt früher oder später wahrscheinlich zum Wochenende hin. Ich denke mal, zum Wochenende hin gibt es das nächste Team-Upgrade und dann werde ich mir den Messi ZOM kaufen und werde meine Formation umstellen. Ich werde da wirklich ein Team-Upgrade raushauen, was es in sich hat, aber ich möchte heute schon den dicken Ronaldo, wenn ich Ronaldinho hier nehme, diesen Ronaldinho, weil den brauche ich ja sowieso nicht mehr, dann habe ich den 112 und ich mache das auch und muss damit quasi gar nicht zahlen für das Upgrade. Dann habe ich jetzt den, oh Leute, Icon 112 in diesem blau noch, oder diesen blau-lila Ton da rechts, sieht recht, links und rechts und unten und oben und überall, sieht sehr, sehr geil aus. Und wieso kann ich jetzt Messi, ach so, weil er hier in meinem Dings-Team drin steht, ne? A steht da hier drin und B steht da auch im Messis Journey Team natürlich drin, ist ja klar. Aber ich möchte gerne die Ränge von Messi einmal rüber trainieren. Deswegen machen wir das einmal so. Rangtransfer, das ist 7 Millionen nochmal, aber machen wir. Mauken wir. So, die Frage ist... eine Frage, die ich mir jetzt stelle, Jungs und Mädels. Ich brauche ja den Messi weiterhin, ne? Für Messis Journey logischerweise. Aber jetzt habe ich ein schlechteres Team wegen den Rängen, weil die Ränge nicht mehr da sind. Ist egal. Macht es Sinn? Den Messi, wie teuer ist denn der Messi? Wie war denn der? Hatte ich diesen Messi eigentlich hochtrainiert? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der ist so teuer, okay, aber der ist eh, also relativ günstig, also Team Upgrade, ich denke mal, den werden wir uns holen. Und der andere macht keinen Sinn zu verkaufen, oder? Den Stürmer? 109 hat er gehabt. Oder macht es noch Sinn, den zu verkaufen? 40 Millionen, 38 Millionen, nee, macht nicht so viel Sinn, ne? Dann nehme ich lieber die Erfahrungspunkte irgendwann, früher oder später, für mein Team. Die Frage ist, weil er Skill Boost hat, bin ich jetzt wieder gedowngraded? Oh, das ist bitter. Ich hatte ja schon 198, aber Messi hatte einen 22er Skillboost. Ronaldo, der Dicke, hat jetzt einen 21er Skillboost und deswegen... Oh. Und dann einen Rang würde auch nichts ausmachen. Oh, das ist bitter. Jetzt habe ich mit dem R9 quasi einen Downgrade des Teams. Hört sich auch doof an. Ich habe mir R9 als Icon geholt und ich habe einen Downgrade des Teams. Läuft bei uns. Aber der dicke Ronaldo hat auch... Guckt euch diese Stats an. Die sind fast so gut wie von Ronaldo, bloß Ronaldo, also der sportliche Ronaldo, CR7, hat 140 bei Tempo und Schuss. Und Ronaldo hat hier 137, 139, also hui, hui, Bui hat Nachtgespenst. Und Leute, natürlich, was müssen wir mit ihm machen? Wir müssen mit ihm spielen. Wir müssen mit ihm spielen, aber ich gehe rein mit meinem Scream-Team, weil da ist er auch drin. Da ist ja der Dicke auch drin. Dann kann ich mir da nochmal ein paar Fall-Festival-Pünktchen mitnehmen im Scream-Team-Event. Und das machen wir auch. Deswegen mal gucken, wie sich der dicke Ronaldo spielen lässt, Jungs. Mein erstes Spiel mit R9. My first game with R9. For my international fans
Moin, moin. Let's go. Nein, Leute, ich höre oft Englisch sprechen, bevor ihr einen Würgereiz bekommt von meinem Englisch, Kapi Klaus Nikolaus. Firefangled Renegades 2. Okay, der hat 20%, also ich habe 20% tolle Chancen, der Gegner hat 40% tolle Chancen. Und ich bin gespannt, wie sich R9, da ist R9 sogar. Ja, und ich spiele Kacke. Ich spiele richtige, was ich da gespielt habe, fragt mich, oh, was mache ich denn hier? Bin ich dumm oder was? Meine Fresse, reiß dich jetzt mal zusammen, Dönitz hier. Ronaldo ganz unten steht. Jan Baksch. Und Jan Baksch macht ihn nicht. Wieso spiele ich nicht rüber auf den dicken R9? R9, bis jetzt noch gar nichts gesehen, weil ich auch einfach, ich spiele auch einfach scheiße gerade. Ich spiele halt auch einfach zusammen, als wäre ich der letzte Larry. Ich spiele auch einfach gerade hier, als wäre ich der letzte Larry, CR7. Den macht er gut rein. Aber mit R9 habe ich bis jetzt noch nicht aufs Tor geschossen. Das muss ich jetzt gleich ändern. Da unten ist er. R9. Bing bong. Schön mit der Pike reingehauen, das Ding. Und da ist er wieder. R9. Jetzt habe ich einfach zweimal Ronaldo vorne drin zu stehen. Ja, moin. Die Gegner müssen sich dann wahrscheinlich auch denken, Alter, was ist mit ihm? Free-to-play 4 erreicht, der Kollege, denken sich. Also die Gegner denken sich immer, Free-to-play 4 erreicht. Also Freistoß muss rein. Freistoß muss rein und der ist auch drin. Somit 6:6. Das, Leute, wir könnten der Niederlage aus dem Weg gehen, wenn wir die Dinger jetzt hier reinhauen. Ronaldo! Und Krisch! Also unentschieden können wir schaffen. Unentschieden mit diesem Tor. Haben wir. Macht er das 10. Er hat Ballverlust. Normalerweise 9-9. Wichtig. 9-9 ist in Ordnung. Leute, wenigstens keine Niederlage gegen den Gegner, ja? Wenigstens keine Niederlage. Das sind die nächsten Pünktchen hier. Das heißt, ich kann jetzt einmal... Achso, das habe ich schon gekauft, oder was? Ah, das habe ich schon gekauft, das ist natürlich... Oh, ich kann kein Spiel mehr machen, weil ich Werbung jetzt auch nicht gucken kann. Hier, ihr seht es. Werbung ist bei mir ausgegraut. Wenn ich FIFA Mobile starte, würde das wahrscheinlich klappen, aber ich kann jetzt kein Spiel mehr machen. Das heißt, ich muss ein normales Spiel machen und ich mache auch ein normales Spiel, weil der erste Test mit R9... R9 hat jetzt da so viel nicht gemacht, ne? Weil ich halt auch einfach Lost gespielt habe. Deswegen gehen wir jetzt rein ins normale Versus-Angriffsspiel. Und da werden wir natürlich probieren... 15 Tore zu machen, weil mit dem 197er Team kann man durchaus gegen einen Gegner, der 190 hat, mal die 15 Dinger reinknipsen da hinten gegen Mandy im Tor. Also R9. Ja, mach mal ein paar Dinger. Wir schauen alle auf dich. 50% tolle Chancen. Damit ist es machbar, die 15 Tore Marke zu knacken. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Let's go. Ronaldo auf Cristiano Ronaldo und ja, mit so einem ersten Abschluss werden wir die 15 Tore nicht hinkriegen. So, lauf Robben. Robben in die Mitte auf Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mit dem zweiten. Und Ansu Fati in die Mitte. CR7 mit dem dritten. Und CR7 mit dem Freistoß. Und macht er das vierte? Ja, macht das vierte. Faust in die Facecam. Und Flo Neuhaus. Flo Neuhaus mit dem fünften. Ja, okay, es... Die 15 Tore Marke ist wieder eröffnet. Da habe ich gut aufgeholt. Hätte ich das erste Ding gemacht, dann würde es sehr, sehr gut aussehen. Aber leider habe ich ja die erste Chance direkt vermasselt. Ein Kontertor wäre geil. Ein Kontertürchen. Ja, CR7, wichtig. Ansu Fati auf den dicken Ronaldo und den muss er machen. Und den macht er mit Umwegen rein. Aber soll mir vollkommen egal sein. Hauptsache, der Ball ist am Ende des Tages drin. Cristiano Ronaldo, der ist auch drin. Und wie er den reinhämmert. Hör mal, wer der hämmert. Zidane hämmert nicht. Zidane verkackt's. Zidane, du bist der größte Esel, ne? Ich hätte die 15-Tore-Marke knacken können. Könnte sie theoretisch immer noch knacken. Wenn er 9 den jetzt reinhaut. Er haut ihn rein und jetzt noch eine Chance. Kriege ich nicht. Ich hatte zwei Chancen. Ich hätte 16 Dinger machen können. Also 16:4 hätte ich gewinnen können, theoretisch. Den ersten Schuss und den Zidane-Angriff. Habe ich beide nicht gemacht. Gewinne ich am Ende nur 14:4. Lasst ein Like da. R9 ist am Start, Jungs. Sehr, sehr geil. Ich bedanke mich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.